Hallo und herzlich willkommen im Sportsfan auf meinem Kanal. Ich begrüße Sie recht herzlich zu einer weiteren Runde NHL 22 zum BA-Team. Ja, ich hoffe, euch geht's allen gut. Ihr seid alle gut drauf und ich hab's bis jetzt eine geile Zeit gehabt. Und nach dem Serienausgleich vom letzten Mal versuchen wir heute natürlich die Serie anzuführen. Mal schauen, ob es mir gelingen wird. Wir haben überhaupt keine Vorteile auf unserer Seite. Dafür haben wir ein paar auswärtige Fans dabei, die was uns nach vorne pushen, und unsere Gastgeber haben auch nichts auf der keine Vorteile auf ihrer Seite, aber dafür ihre Fans im Rücken. Mal schauen mal, wie es uns hier gelingen wird. Werden wir die schwedische Meisterschaft gewinnen, ja oder nein? Ich denke, Frölunda wird eine harte Nuss werden. So, auf geht's. Startwurf. So, jetzt ganz okay. Torwart hat auch gut verteidigt. Lenzi. Karl. Ah, Oliver hat es nicht geschafft. Der schon der Oliver ist. Ah, Solderberg, Solderberg, komm schon, Junge. Besser schießen, als wir gar nicht schießen. Ah, Karl Solderberg. Unser Captain. Topstroker in der Season. Ah, Frölunda macht das Tor zu. Nein. Die schon zwar da, aber wir haben es nicht nutzen können. Geht mit 1:0 in Führung. Der Aufnahmezeitpunkt ist vom letzten Spiel und von dem Spiel der 26. April, nur falls das jemanden interessiert. So, jetzt auf geht's, Konzentration. Das muss das letzte Tor von Frölunda bleiben. War zu null. Trotz keine Vorteile ist das Zusammenspiel einfach besser. Verzögerungsstrafe gegen Malmö. Komm schon, Spiel, konzentrier dich. Kämpfen bis zum Ende. Wir sind Vikings.
2,55 nur im ersten Drittel und mir liegt 2-0 hinten. Jungs, kämpf schon. Wie dumm ist unser Goalie? Wie dumm ist er? Anstatt dass er es kalt gibt, ein Blind an den Frühlunder. Wie dumm muss man sein und nicht da hinschauen, wo man das hin tut. Es geht um die schwedische Meisterschaft. Es geht um die schwedische Meisterschaft und der gibt ihm einfach. Sie ist auch schon wurscht, müssen wir noch einen Goalie nieder. Wie blöd muss man aus Goalie sein? In einem Viertelfinalspiel nicht hinschauen, wo man den Puck hinstellt. Hätte ich mich selber auch ins Tor stellen können. Tore auch holen. Gegen so eine starke Mannschaft wie Frohlunda. So, jetzt halt auch geht's. Wäre nach Schweden gekommen, weil ich Meister werden wollte und nicht. Dezimieren wir uns selber, oder? Ergib halt an, oder?
Verstehe das nicht. Da sind sie dann viel zu weit weg. Genauso wie dort, da läuft er dann noch hin. Tun wir mal, weiß ich nicht, da kommt man viel, sie wollen nicht. Kämpfen, Jungs, kämpfen! Jawohl, das erste Tor in den Playoffs von Karl. 1:4. Tut mir leid, aber das frustriert mich, weil im letzten Spiel ist das so gut gegangen. Und jetzt funktioniert's nicht. Ich hätte den Chefcoach das nicht umstimmen lassen sollen. Aber Faulheit wird halt dann bestraft. Statt dass wir es dann anhalten oder sich richtig positionieren, sind es weiß gut wo. Jetzt brauchen wir nur 3 schnelle Tore, wenn wir nur was reißen wollen. Ich frage mich gerade, wie wir Tabellenführer werden können mit so einem Zusammenspiel. Letztes Drittel, entscheidend kann ich nicht sagen, gefährlich, ja. Ich bin ein bisschen frustriert, das Herz, tut mir leid. Aber wie gesagt, nach den letzten Spüren, wenn man denkt,
Es geht, aber nein. So, jetzt halt auf geht's, auf geht's. Zumindest sind wir in die Playoffs gekommen, das ist schon mal etwas. Aber wir werden halt da wahrscheinlich in der ersten Runde gleich ausscheiden. Ich habe keinerlei Plan, dass das Zusammenspiel besser wird. Trotz dass keinen Vorteil haben. Das ist eine gescheite Watschen, was mir da gern geht. Gib schon. Ich meine, echt Frühlunder besiegen wir leicht, weil es einer gekommen ist. Es tut mir leid, ich bin jetzt ein bisschen down. Ich bin wirklich down, weil ich da so enttäuscht bin von meiner KI. Vor allem von meinem Goalie bin ich so enttäuscht. Ich bin so von meinem Goalie so furchtbar enttäuscht. Ich weiß, es ist gerade ein Spiel. Aber das ärgert mich, wenn man irgendwo etwas hinschmeißt und man schaut nicht. Und das in einem Viertelfinalspiel. Ob es jetzt da im Virtuellen ist, wie im realen Leben. Sowas ärgert mich einfach. Vor allem, das ist ja das, was ich schon furchtbar kritisiere, wenn man irgendwas einstellt bei NHL. Es ist nicht klar ersichtlich, was sie, also für mich ist es nicht klar ersichtlich, was sie eigentlich meinen.
Niederlage. 3 zu 5. Vielleicht wollen sie auch kein schwedischer Meister werden, Malmö. Meine Teamkameraden wollen nicht. Ich will schon, aber vielleicht wollen sie nicht. Ich weiß es nicht. Denkt sich nichts, ich bin ausgestiegen und nur mehr eingestiegen, versehentlich. Und dann hat es die Playoffs ein bisschen geändert. Also nicht von den Mannschaften, sondern von den Ergebnissen her. Der Karl ist Topstoker. Und ich bin angerutscht auf dem 6. Bloats mit 1 Tor 0-0. So. Stars haben wir keine gekriegt. Dann schauen wir uns die Aufstellung an. So schaut's aus. Im Kartenhaus. Wir schauen. Zwei Spiele braucht man unbedingt zum Gewinner. Davor steht 1 im Tor. Aber wir brauchen nur 3 zum Gewinner. Malmö braucht nur Frölunda braucht nur 2 zum Gewinner. Mal schauen wir, wie es beim nächsten Mal ausgeht. Na gut, meine lieben Sportsfreunde. Ich hoffe, es hat euch trotzdem am wenigsten gefallen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen, über das eine oder andere Kommentar natürlich auch. Wer Lust und Laune hat, der kann mich gerne abonnieren, die Glocke aktivieren, so dass, wenn es hier aus den Playoffs weitergeht, nichts mehr Neues versäumt wird. Und dann wünsche ich euch nur bis zum nächsten Mal einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht. Einen wunderschönen guten Morgen, lieber Sportsfreund, liebe Sportsfreundin. Je nachdem, wann du dir hier dieses Video schaust, vergesst's mal meinen Leitspruch nicht. In den Farben getrennt, in der Sache vereint. Rivalität ist nur im Stadion gut, aber vor und nach jedem Eishockeyspiel bin ich, wie du da draußen doch hoffentlich, ein wahrer Sportsfreund, eine wahre Sportsfreundin. Und man kann auch ganz normal mit uns über jedes Eishockeyspiel diskutieren. In diesem Sinne, bleibt mir gewogen. Vor allem, meine lieben Sportsfreunde, das ist viel, viel wichtiger. Bleibt mir gesund. Bis zum nächsten Mal. Euer HB. Servus.